Jojo, was gescheit? Was geht? Oh. Weiter geht die Action hier allerweil. Ihr habt eben halt erstmal. Aber wenn wir mal gucken, na, da bin ich jetzt schon mal fertig. Hier, ja. Wird noch ein heftiges Ding, wird ein heftiges Ding. Gott. Einklang. Natürlich alle Zuschauer, hallo, aufpassen. Herz geht raus, Küsschen. Aufs Küsschen. Stimme, Bild, alles gut. Naja, warten wir mal noch mal 10 Minuten. Wenn wir dann im Spiel voneinander klopfen. Ich hoffe, was so. Heute dauert es ein wenig länger, aber wir. Hier, wenn ich schon sehe, 40 mal 1000. Schon hier 3 mal 1500. Das sind so Sachen, das ist ja fast nicht schaffbar. Ne? Ist doch kein Wunder, dass die Leute darauf nicht mehr wirklich so Bock haben. Irgendwie. Ja, sieht alles ganz gut aus. T42 ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, ne? Hat auf jeden Fall schon mal 50 Trefferpunkte mehr wie ich. Ja, ich fahre mal wieder geschmeidig danach hin. Ja, ich denke mal, da wird jetzt so kann er runterkommen. Oh, das sind schon zu zweit, aber trotzdem. Hier ist erst einmal da lang. Ja, wird ganz schön aufgeräumt, ja? Da kriege ich ja schon wieder fast nichts mehr ab. T920 ist natürlich für meinen Panzer wieder wegen hart. Weil sie auch wieder meine Flanke nicht gedeckt haben, ne? Ja, er geht gut in Deckung, okay. Ja, der hat auch reagiert. Aber er will seinen Kollegen da jetzt nicht wirklich unterstützen, habe ich das Gefühl, ne? Ah, er kommt schon her, okay. Ich bin ganz alleine. Okay, die war heftig. Sind sie jetzt auch noch zu zweit? Gefällt mir gar nicht.
Es sind gar nicht so blöd, ne? Ja, da bin ich ganz schön getroffen. Das auf jeden Fall. Ja, das ist halt dann doch einer, also mein Panzer ist dann halt doch ein Panzer, mit dem man halt sich das echt überlegt, ne? Gerade wenn man da halt irgendwo alleine ist. Ey, ich hab nicht viel abgekriegt. War mir klar. Ja, minus, ey. Bin weder kaputt gegangen, noch habe ich. Naja, ich habe mich halt dem Spiel mehr oder weniger entzogen, ne? Wenn ich da jetzt nicht voll nei wäre und vielleicht kaputt gegangen wäre, hätte ich vielleicht noch ein wenig Plus. Aber es ist jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich so meine Spielweise. Skoda T650, ja, 5000, ne? Klar. Gott. Ja, Löwe, ne? Groß, hart, stark, gut gepanzert. Furchteinflößendes Erscheinungsbild. Ja, das war so damals meine Meinung über einen Heavy Tank. Ne? Heavy Tank muss her. Jetzt mittlerweile denke ich, weil ich meine, egal was für ein Panzer einem entgegenkommt, man schießt drauf. Ne? Ob man hittet oder nicht, ist egal, man schießt. Für überall Schwachpunkte. Jetzt ist halt mittlerweile so das Denken, ein guter mittlerer Panzer ist auf jeden Fall besser, ne? Weil halt oft die Situation ist, dass man mal schnell weg muss, schnell mal wohin fahren muss, ne? Um zum Einsatz zu kommen. Bei so einem Heavy Tank, der irgendwie 30, 40 Sachen fährt, wenn überhaupt, da musst du dir dann schon gut überlegen, wo du hinfährst, weil danach brauchst du nicht mehr viel weiter wegfahren. Ein bisschen das Problem. Deswegen, ne, und einen scheiden mittleren Panzer, ne, habe ich irgendwie, außer Leopard PDA, Leopard 1, also schon ein paar, ne, aber immer dieselben ist ja auch irgendwie dumm. Ein guter 10er Medium Panzer, das wird mir gefallen. Ich hatte ja damals den Vertrag auch angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, was für Panzer das war. Wäre auch ein 10er Medium gewesen, ne? Der war auch echt cool. Aber ich habe den Vertrag damals halt nicht geschafft, ne? Ja, man sieht schon, ne, so 20 Sachen, vielleicht 25 und dann ist es da schon vorbei bei dem Panzer. Also da muss man sich dann schon überlegen, wo fahre ich damit hin. Rumfahren braucht man dann auch nochmal. Wir sind schon mal auf dem Weg nach links zur Stadt oder Dorf oder halt Innenstadt, wie auch immer. Es sind nicht so viele hier, ne? Der hatte jetzt auch gerade mehr oder weniger rübergeschaut, der hätte sie jetzt auch eigentlich aufklärt, ne? Wenn da jetzt mehrere gewesen wären. Ich warte mal ein wenig.
könnte ja noch was werden. Geduld ist halt auch im Spiel wichtig, ne? Peng! Und die Geduld wurde ausbezahlt. So läuft es mit so einem Spiel. Ja, gleich mal signalisieren, da ist einer da. Der haut dir das Maul ein. Ah. Aber ich dachte jetzt eigentlich, ich habe daneben schon wieder geschossen, ne? Oder ich habe ihn nicht erwischt, weil er schon geschortet worden ist, aber war sauber. Hat gesessen. Der kommt halt gleich echt dahergefahren, ne? Schöner Weng im Frack verstecken. Heute sind sie irgendwie auf Zack, ne? Ja, da kommt der Löwe. Klärchen. Der wird ordentlich was neigeschluckt. So gut. Oh Gott, der will's echt kassiert kriegen. Ne? Der braucht es. Wenn er schon so doof da rumsteht, ne? Als Light-Tank, da braucht man das. Ist ja auch ein leichter Futter, ne? Der hittet einfach alles doch. Dann nehme ich lieber ihn, ne? Obwohl ich hier meinen Kumpels helfen könnte. Hier, den kann man noch eine einkassieren. Ja, der braucht es, der will das. War trotzdem nicht ich, ne? Jetzt war's gleich schon wieder. War auf jeden Fall ordentlich, ne? Geld her, muss ich auch sagen, war auf jeden Fall ordentlich. Schon ordentlich was Neilanger Könner hier. Ja, warum? Der ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist auch eigentlich ein Panzer, mit dem ich echt gern fahre. Gott, reinkaut. Ja, aber ihr seht schon. Heavy Tanks habe ich halt genug. Und das Problem bei den Heavy Tanks, ne, die sind halt so groß, die haben halt auch null Tarnung, null Sichtschutz. Da wirst du sofort gesehen. Ne? Auch da ist der mittlere Panzer theoretisch schon ein wenig besser auf. Aber es gibt auch hier mittlere Panzer, die halt überhaupt nicht so leicht sein sollten. Wie auch jetzt der mittlere Panzer, den ich war. Amis, ne? Hätten. So, was ist das? Ist ja auch für deren Panzer viel zu langsam, meiner Meinung nach. Ah, dann wird das Schiff da mal wieder herumgesteuert. Ah, oberer Platz, ja. Voll. Ah, schon wieder dieser komische Kreislauf.
Was ja echt nicht, warum dieser komische Kreisel immer so oft genommen wird, ne? Also, ich finde ihn überhaupt nicht gut. Ja, und auch mit dem Panzer ist es vielleicht besser, wenn man gleich direkt nach vorne stößt, ne? Weil der ist halt auch recht langsam, da überlegt man sich das lieber auch, ne? Wenn man hinfährt. Ja, im Normalfall wäre ich jetzt da irgendwo wieder nach außen rangefahren. Ja, da kommen wir es ja schon gut her. Ja, der Sturmpanzer, da könnte man schon einheizen, gegebenenfalls. Was? Ey, das gibt's doch nicht, oder? Die hat gesessen. Die hat gewämst. War klar. Ach komm, schon wieder eine Sekunde zu spät, ey. Es ist zum Kotzen, ey. Na, wenn es nicht schnell genug bist, du kriegst nichts ab. Die lassen dich da eiskalt verhungern. Ich mein, klar, ne? Ich schieße natürlich auch ohne Ende. Fährt er genau wieder da zurück, als hätte er das schon wieder gewusst, ne? Ja. Das war mir klar. War mir logisch. Der war richtig sauber. Wie er gleich daher looten will, ne? Auch die war wieder richtig sauber während der Fahrt. Ist schon fast eine Kunst. Von allem auch mit dem Panzer. Aber gut, er fährt halt auch nicht schnell, ne? Dass das schon eigentlich möglich ist, während der Fahrt zu ballern. Oh, sogar der Sekundärschuss hat geredet. Ne, ich habe jetzt schon wieder nicht so viel abgekriegt, ne? War klar. Was dann nochmal für Geld? Wenigstens über 1000 Punkte. Geht schon einigermaßen für einen 8er Panzer. War mir klar.
Ja, geht. Kann man schon lassen. Neun auf Gaudi. Bei 25, 29.400, das ist wieder ordentliche Sümmle. Wieder muss ich sagen, die Farbe ist ja echt cool. Stylisch. Und als Schneetarnfarbe muss ich auch sagen, also ne, wäre ja im Schnee schon wirklich schwer zu erkennen. Das dauert schon ganz schön lang heute. Kommen. Ja, der passt für ein Medium sowieso. Ah, ich würde das, na, theoretisch vielleicht dahinter, aber jetzt bin ich ja eh schon gut da vorne, na, dass ich vielleicht davor fahre. War nicht schlecht. Ja, schon wieder 3 Zehner da und natürlich auch wieder da Highlander. Natürlich. Muss ja. Ja, er ist schon cool, aber würde da jetzt keine Ahnung, 50 Euro oder wie viel bezahlen? Ja, Leopard PDA natürlich auch da. Wird auch der nächste sein, den ich dann da rumböller. Ja. Es ist ein guter Platz hier. Am besten noch den Baum ein wenig mit umschmeißen, dann passt es nämlich noch besser. Left, das Ding left. Ja, gut, der Hügel ist jetzt nicht so, aber es left. Ja, mal überlegen. Ja. Gut, gut, gut. Ja, das hätte jetzt eventuell treffen können, ne? Na. Da, nix. Naja, gut. Ja. War mir wieder so klar. Okay. Ja, so abgewinkelt brauche ich da nicht reinhitten, ne? Aber wenn er sich natürlich seitlich anbietet, hey. Ja, so hier am besten optimal. Er hat auch
auch richtig gescheppert. Oha, hier. Sturmpanzer, Vorsicht. Aber mir wäre das so klar. Wo will denn der dahin? Left. Er hat ordentlich gesessen. Was? Gibt's doch nicht. Ja, aber wenn er einen seitlichen Kollegen, der in die Gosche will. Ja, gut über 2000 Punkte, das left. Ne, ich würde dann liebsten jetzt auch dahinter fahren. Na, das sind ja noch einige Gegner, aber der steht schon gut jetzt im Weg, ne? Muss man ehrlich sagen. Und der checkt natürlich nicht, dass ich da komme. Sauber, das hat er vercheckt. Würde ich sagen, einfach mal eiskalt vercheckt. Da habe ich schon wieder echt gut was rausballert, ne? Wir erobern gar nichts. Ganz einfaches Ding. Da wird sich gar nichts. Ja, der Highlander, ne, der haut schon wieder voll rein. Da müssen wir gleich mal was dagegen machen. Wenn sie jetzt gescheit werden, drehen sie sofort um, ne? Hier, Base verteidigen etc. Ja, deswegen hat man mittleren Panzer. Für genau diese Art von Aktionen. Das war heftig. Das war richtig heftig. Das war richtig geil gemacht, weil der braucht jetzt erstmal eine Zeit lang, bis er durchlädt. Natürlich. Okay. Üble Geschichte. Da haben wir schon noch ein paar Ziele der Welt. Auf jeden Fall auch mega geil verarscht, die Leute hier, ne?
Ja, das ist der Skill vom mittleren Panzer. Ganz einfach. Warten. Hätte jetzt so schön sitzen können, ne? Oder ein Schwein gehabt. Mane! Ja, 3200 Punkte, optimal. Ja, läuft. Platz. Trotzdem nicht wirklich viel Kohle, ne? So, Gold ist das. Hier müssen wir ordentlich wieder am Preis reinböllern. Na, ich glaube jetzt hier beim T55 Alpha. Ich glaube, da habe ich draufzahlt als das, was ich... na gut, ich habe auch oft jetzt daneben geschossen. Ne? Auch ein 9er, ne? Kampfpanzer 50 Tonnen. Das ist auch ein Panzer, den man auch so eigentlich nicht herkriegt. Ich glaube, den kann man auch nur freischalten. Auch nur, wenn man die deutsche Fraktion spielt. Überwiegend. Hatte ist in Ordnung, kann man machen. Der mittleren Panzer geht schon. Ja, ich denke da ganz außen links und vor böllert. Aber der 310er ist okay. Alles wie gehabt. Ja, da muss jetzt auf jeden Fall auch ordentlich was gehen, ne? Sonst ist es ja nur für XP und nicht um Geld zu verdienen. Ich denke auch, wenn es um Geld verdienen geht, dann wäre wahrscheinlich Hellcat, ne? Jagdpanzer, Amis, Hellcat, Stufe 4, 5, Tiger 1 und sowas. Das sind so die Panzer, mit denen man eher Geld farmen kann. Ja, dann schauen wir mal, was da vorne geht. Na ja, schon wieder den ersten kaputten. Ja, ja, ich böller jetzt mal so ein Stück, ne? Aha. Irgendwo von da oben. Gibt's denn?
wahrscheinlich sofort repariert, ne? Habe ich den jetzt getroffen? Ja, voll, ne? Ja, die werden jetzt da wegen zu mir rüberkommen, ne? Nichts getroffen? Der Seite bin ich glaube ich schon ganz gut aufgehoben, aber der Emil, der versucht mich glaube ich zu kriegen, ne? Der will mich. Alles klärchen. Fahrzeug ausgelöscht. Geht's leider unten weiter. 1000 Punkte ist eigentlich zu wenig, ne? Da wird er nichts getroffen, ey. Ja, mein Kontrakollege. Mal gleich mal hier. Ja, die wollen jetzt schon wieder einnehmen, ne? Bedeutet, da kriege ich schon wieder keine Punkte. Und tschüss! Wird er nicht getroffen? Der Kollege. Ja, schau, die wollen schon wieder hier fett einnehmen, ne? Ja, 1700. Das Ding left. Der Kampfpanzer ist im Jagdmodus. Die S7 wird heftig. Definitiv. Wie er versucht, mich zu kriegen. Ja, er hat es theoretisch schon richtig gemacht, ne? Er wäre jetzt da direkt auf mich zugefahren. Das hat er schon richtig gemacht, ne? Wenn er mich jetzt gerammt hätte oder so, wäre es vorbei gewesen. Oh, der Motor ist völlig hinüber. Geht gar nichts mehr, ne? Und nicht anders. Naja, Battle bei mir mit auf dem Treble. Na hier, ich hab... Dreifache fast drauf zahlt, ne, für Munition. Gut, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Munition einstecken. Aber trotzdem, ne. Also sprich, die nächsten 2-3 Runden werden dann halt günstig. Ne? Das ist halt immer so, Vorkasse und erst nach der dritten Runde, so zahlt sie es aus, ne, hier 5, 12... Wenn ich jetzt halt hier links nochmal 5 dazu kaufe und rechts vielleicht nochmal 5, dann dürft's vielleicht lang, dass ich da noch ein paar Punkte kriege. Wenn ich jetzt halt hier so mache, ja, 25, ja komm, machen wir mal 30, ne? Ist schon wieder viel, aber 15.000 geht schon, schauen wir mal.
Aber der Zehner, für einen Zehner war Munition jetzt schon doch günstig, ne? Halt so teuer. Ich habe das Gefühl, desto länger ich die Panzer hab und fahr, abgranzter werden die, ne? Bäulicher, kratziger, Einschüsse vorne. Bisschen habe ich das Gefühl. Ja, doch, doch, doch. Ach, ist ja eh hier. Einfach mal geradeaus durch. Somit denke ich, mache ich die meisten Punkte geradeaus. Da, wo will er denn jetzt schon hin, ne? Ein Gefahre hier, ne? Mein Gott! Gleich mal am besten ein paar aufklären. Dann läuft es. Brauchst du gar nicht herdrehen. Witz. Was? Oha. Okay, alles klar. Weg, ne? Ja, nicht ganz schick klüngt hier, ne? Ey, ohne Mist. Da habe ich echt ein Problem. Das war nix. Auch nicht getroffen. Mein Gott, gibt's doch nicht. Ah, das ist so blöd gewesen. Ne? Da muss ich auf jeden Fall noch einmal eine Runde reinhauen mit dem. Leider tut mir leid. Ne? Ich habe ja recht viel Munition für den gekauft. Muss schon noch mal ein gutes Ründel. Also so brauche ich das echt nicht mehr machen. Ne? Also das war ja echt dumm. Da. Ihr seht auch, ne? Ich suche jetzt auch nach einem Panzer, der ein wenig Munition hat. Gut, da ist die Munition automatisch auf an. Macht aber jetzt auch nichts. Aber ich suche halt jetzt auch gleich einen, der halt hier schon Munition drin hat. Mach nochmal das Ründel davor. Wow, ja, völlig. Aufpasst, das war, oh wow, das war auch einfach wieder viel zu leichtsinnig. Und weil ich natürlich rechts nicht gecheckt habe, dass sie da schon rumfahren, dass sie da schon rumstehen. Und normalerweise hätte ich die ja aufklären müssen. Ah, dann hoffen wir mal, dass das jetzt wenigstens ein wenig besser läuft. Ja, Uni ist natürlich heftig. Schau mal da mal, wie es ist. Oh, dort. Er hat natürlich auch eine coole Farbe, ne? Und ob jetzt Hammer oder nicht, also ich sage mal, das ist halt der Tiger 1, ne?
Ja, gehen wir mal gleich so ein Stück in Konfrontation. Aber nur so ein Stück. Ja, gegen Kontrapate. Den muss er natürlich schon angehen. Was macht jetzt der da drüben? Ja, genau, das dachte ich mir schon. Sieht schon wieder gar nicht gut aus, ne? Ja, das dachte ich mir schon. Sieht wieder überhaupt nicht gut aus. Das war's gleich schon wieder. Das war schon wieder so dumm. Nach vorne hätte ich nicht abhauen brauchen. Da standen ja auch bestimmt drei Gegner. Ne? Ich bin einfach wieder zu weit vor der falschen Gasse. Ne? Falscher Weg zu weit vor. Weil ich irgendwie Angst habe, dass ich einfach nicht genug Punkte kriege. Ne? Mhm. Ja. Ah, komm, probieren wir es den und dann halt noch einmal mit dem Leopard 1. In irgendeiner Art und Weise muss ich halt doch trotzdem vorsichtig sein, ne? Sonst nicht. Ganz doof sind sie halt auch nicht, die Kollegen. Und das Problem ist auch, dass meine Kollegen da irgendwie nicht dahinter bleiben, ne? Die fahren so, wie ich fahren soll. Oh. Ja, auf jeden Fall schneller Panzer, ne? Ja, und im Gegnerteam ist auf jeden Fall nicht nochmal derselbe. Ist ja auch ein sehr eher seltener Panzer, aber gab es auch schon mal zum Gewinnen, wenn mir nicht alles täuscht. Also es sind schon mal mehr Leute mit dem Panzer rumgefahren. Jetzt ein bisschen vorsichtiger, dann wird er schon was. Naja, ich muss halt jetzt echt erst einmal ein bisschen chillen, ne? Ich darf mir jetzt auch nicht mehr so viel erlauben, ne? Das ist halt das Problem, ne? Das zieht sich halt immer weg, ab und an. Naja, ich muss noch ein Stück vor. Oh Mann! Er hat nochmal gut gesessen. Hm. Er braucht dann halt doch nochmal ein Stück zum Eindings, ne?
zum Einzielen. Ja, wie die AI, die drauf einhagelt, ne? Ja, komm. Den kriegen wir noch gesessen. Das ist jetzt gleich vorbei. Aber halt nicht so viele Punkte bis jetzt, ne? Ist halt echt ein Problem. Ich bin schon wieder ganz alleine auf der linken Seite, ne? Ah, wer ein Glück hat. Wenn gesessen hätte, wäre weg gewesen, sofort. Ja, ich traue mir ja schon fast gar nicht fahren, ne? Es gibt's doch nicht, ne? Hier, Scherot. War's gleich wieder? Hat ordentlich gesessen. Ja, dem müsste ich ein wenig hinterherfahren, ne? Weil der erklärt mir noch die Gegner vorher auf. Aber der wird wahrscheinlich jetzt schon wieder irgendwas einnehmen wollen, so wie es ausschaut. War mir auch wieder so klar. Ach, hier, Kanonenpanzer. Doch eher dasselbe wie meiner. Der sich verpisst. Wahnsinn. Aber das war es jetzt auch gleich für ihn, denke ich. Ich hab's noch. Zwei Leute sind in unserer gegnerischen Basis. Und die AI macht da jetzt gerade nicht so viel, ne? Wenn wir jetzt auch noch verlieren, ne? Hat er sich so gedacht? Warte! Heute läuft es wieder richtig gut, ne? Aber was hätte ich machen sollen, ne? Ob man es jetzt so verliert oder ob ich so drauf gehe, das ist Sprung. Gut. Hier haben wir es aber auf jeden Fall nochmal hier. Leopard 1. Position ist noch ordentlich voll. Es geht. Die sind heute auf jeden Fall auf Zack, ne?
Ah, Map wären Panzer jetzt nicht so optimal. Da geht jetzt nicht wirklich viel mit viel fahren. Außer vielleicht auf die linke Flanke hoch, ne? Aber es ist auch nicht so. Versuch jetzt vielleicht eher runterwärts, aber da müsste ich schon wieder echt viel riskieren. Da habe ich eigentlich eher ehrlich gesagt nicht so Bock. Ah, dass ich dann nämlich hier runterfahre, ne? Aber es sieht wieder aus, als wäre ich da ziemlich alleine. Beziehungsweise meine Kollegen sind da recht träge dahinter. Fällt mir nicht. Aber ein bisschen was muss ich riskieren. Ja, die bleiben jetzt sogar noch oben stehen. Also es könnte jetzt wieder echt schlecht für mich ausgehen. Warten wir mal kurz, vielleicht. Die sehen ja, ne, dass da jetzt nichts kommt. Ja, die ziehen schon nach, okay. Ja, ich habe echt ein bisschen Angst. Alles klärchen. Gut. Ah, nein. Ey, wie viel Pech kann man haben, ne? Er schießt auf mich und ich fange halt sofort Feuer, ne? Es gibt's doch nicht. Ah, Kumpel ist auch schon dabei, sehr gut. Dann kann ich es ja nochmal wagen, dass ich so einen kleinen Schwenker mache. Ja, das war nicht gut vor dem Kollegen von mir, ne? War wegen blöd. So, die anderen biegen ab und lassen ihren Kollegen jetzt auch wieder alleine. Das heißt, der Leopard geht jetzt komplett auf Jagd. Das war's für ein E-75, definitiv. Geht nicht einmal in meine Richtung, alles klärchen. Ist okay. Ah, okay. Bringt auch nicht mehr wirklich viel. Es gibt es einfach nicht. Genau in dem Moment, wo er noch sein letzten Ding hat, ne? Wahnsinn. Das war echt knapp, ey.
Nee. Ein Kollege ist bei mir hinten dran von mir. Könnte was werden. Gleich nochmal einen auf den Weg mitgeben. Oh, es wird wieder eng. Weg hier. Alles klärchen, läuft. Nee, läuft nicht, ich muss weg. Aber noch wenigstens 2000 Punkte und Leute, das war's. Eine Stunde mit dem Bambi. War's? Naja, es war ganz schön stressig heute. Also heute war es Stress. Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal, egal was ich mache. Ehre, Ehre, Abfahrt. Hey.